Ja, der ein richtig geiler Gelbstich habe ich so. Hier, guck mal, gelb ist ja richtig geil. Hallo und willkommen zurück zur Beta. Ich habe doch gesagt, dass ich noch ein letztes Video machen werde in der Beta und zwar über Ground War. Und ja, es geht gleich los hier in Ground War. Bis gleich. So, da fliegen wir hin hier zu unserem Einsatzgebiet. Oh Junge, muss hier alles noch laden. Also ich weiß jetzt schon, dass Ground War echt der hässlichste Spielmodus ist. Ist halt wirklich so. Ich nehme mal hier die Sniper-Variante. Und ich fliege mit dem Helikopter. Ach, wieso bin ich immer so spät? Ich will noch spielen, bis ich diesen Skin bekomme. Okay, das sieht man jetzt leider nicht. Auf jeden Fall gibt es diesen roten Dummy-Skin, den man hier in der Beta kostenlos bekommt. Der wird dann auch in die Vollversion transferiert, wenn ich die dann bekomme. Alter! Das explodiert. Okay. Also, das ist übrigens ein Teil von der neuen Warzone-Map. Da schießen wir hier hin. Da. Warte. Semtex! Mein erster Kill, jawohl. Wo ist der zweite? Hier war doch noch einer. Da. Was? Wovon? Hä? Ja. So. War ein bisschen Unglück bei der Sache. Übrigens, es gibt jetzt neue Fahrzeuge. Die kann ich aber noch nicht zeigen. Weil hier so ein Vollidiot steht. Wo ist der hin? Oh, mein Movement ist so gut. Ja, auf jeden Fall sieht halt Ground War ein bisschen hässlicher aus. Das sieht man vor allem bei... weiter oben. Ach Junge, verdirbst du mein Video? Ich bin mitten in der Aufnahme. Oh, Helikopter. Ja genau, wenn wir jetzt Helikopter fliegen, dann kann ich das euch gut zeigen. So. Man nennt mich auch Pilotflieger Lukaske. Ja, also hier sieht man schon ziemlich, wie hässlich das ist. Ich hoffe, es wird in der Vollversion nicht so hässlich sein. Aber okay, wir müssen jetzt so ertragen. So. Ich versuche jetzt einfach mal hier reinzufliegen. Hey! Jetzt war mein Heli in Ruhe. Warte, nee. Feindlicher Beschuss, wir können nicht landen. Wir gehen zu D. Wir landen einfach mal. Oh nee, jetzt schmiert jemand mit Laser. Nee, wir müssen hier drinnen landen. Ja! Ja, wahrscheinlich. Gut gemacht. Können wir uns mal hier kurz die Waffen angucken? Junge, ich darf nicht mal meine Waffen angucken. Kommt irgendein Yambi und killt mich natürlich. Gut. So, dann nochmal. Also hier haben wir einmal diese MTZ. Ja. Schick. Mit diesem neuen Visier. Es gibt übrigens richtig geile neue Visiere. Das ist zum Beispiel auch ein neues. Lass mich doch einfach in Ruhe! Meine Güte. Was will dieser Yambi? Oder der da oben? Basti. Basti, Basti GRG oder was? Ich bin wieder geschossen. Heute werde ich mal ein bisschen weniger schneiden, weil. Keine Ahnung, Ground War ist irgendwie nicht so passend zum Schneiden. Alter. Ruhig. Nein! Da tun sie gleich nicht mehr. Hier unten ist einer. Wieso springe ich denn runter? Ich habe jetzt gar nichts getroffen. Ich wollte nicht runterspringen, Mann. Ja, geil. Das war's schon mal. Okay, Leute. Jetzt könnt ihr gleich mal sehen, wie die Nuke aussieht. Das schaffen wir nämlich nicht mehr, oder? Ach, schade. Ich wollte euch die Nuke zeigen. Ach, warte mal. Hier ist das neue Fahrzeug. Dann müssen wir mal kurz ein bisschen laufen. Da ist es. Okay. Das ist halt so ein Pickup mit einem Geschütz hinten drauf. Da seht ihr es.
Boah, ich finde, das sieht eigentlich voll geil aus. Ich freue mich auch auf die neuen Lackierungen. Aber das Ding ist halt übelst am Düften, wirklich. Das ist... Junge, Need for Speed lässt grüßen. Also das Ding ist kein Pickup mehr. Ist ein Rennwagen. So wie das driftet. Ey, ganz gut. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, das war's mit mir. Ah. Ja, du bist der krasseste. Gehen wir mal zu 4. Oh Gott, oh Gott. Hier ist auch nochmal so ein kleiner Teil von der neuen Warzone-Map. Okay, auf dem Kran ist da vielleicht einer. Nee, oder? Ja. Von der Distanz. Wird lächerlich. Wie lächerlich. Oh, Scheiße. Ich nehme mal deine Sniper. Hoffentlich knallt mich jetzt keiner ab. Da. Aufpassen. What the fuck ist da explodiert? Hä? Ja, Junge, er hat diese modifizierte Waffe. Warte mal, die kann ich euch auch mal zeigen. Diese... Ja, man kann ja bei diesen Waffen jetzt die so umbauen, dass es zu anderen Waffen wird. Lass mich kurz aus dem Panzer. Da. Das ist eigentlich eine Pistole, aber ist jetzt eine SMG, also ein MP7. Mann. Ich will die Verderber. Ich wollte Panzer fahren. Dann lässt mich nicht mehr... Was war das? Ganz ruhig, Jungs. Dieser Modus ist viel schwieriger geworden. Okay, sprint mal einfach mal durch. Hier zur E. Wie gesagt, bei Ground War würde ich halt ein bisschen weniger schneiden. Ist hier unten einer? Im Mode der Punkt da. Da. Ah, zumindest ein erstes. So, kurze Unterbrechung. Hier rum ist einer. Aber ich war halt noch nicht tot. Jetzt bin ich tot. Leider. Bisschen auf den Kopf gefallen. Ich merke schon, meine Laune wird immer weniger und weniger und weniger. Ich war in Multiplayer dreimal besser und jetzt bin ich halt super, super schlecht. Man muss dann echt zugeben, dass dieser Modus irgendwie hier in der Beta nicht so viel Spaß macht. Ich hoffe, dieser War-Mode, der von World War II war, dass der halt richtig geil wird, wenn man den dann spielen kann. Wie hat er das überlebt? Ich hab den... How? Das... Nicht mal im echten Leben überlebe ich sowas. Ja, okay, sowas ist auch sehr unwahrscheinlich. Also heute wird einfach mal ein bisschen uncut-mäßig. Du kleines... hirntotes Scheiß-Baby... fucking Mensch... etwas Gedönse. Was auch immer ich da gerade gelabert habe. Ey, immer steht hier so ein Panzer an dir. So. Guten Winkel erstmal uns raussuchen. Aber mir gefällt echt diese Ground War Maps. So, hier dann erst bestimmt einer. Stimmt, ich wollte es ja ändern. Ich wollte nicht, dass es auf V ist. Naja, hab ich vergessen. Ich so leise. Hallo? Hallo? Ich will Finisher machen. Haha. Boah, ich bin so asozial.
auch noch einer. Nee, der ist oben. Der ist oben. Ich dachte gerade, das wäre ein Sniper. We're taking Bravo. Shh. Ganz leise einnehmen. Friendly UAV on station. Hey, ich war in Deckung. Ja, okay, im Wasser bin ich auch nicht unsterblich. Das macht auch keinen Sinn. Wird das heute einfach eine längere Folge? Ist doch nicht so schlimm. Hey! Ruhig! Ganz ruhig! Seid mal entspannt. Hier kann man nicht rauf. Was kann man denn hier nicht rauf? Das ist ja scheiße. Ist bestimmt ein guter Sniper-Ort. Dreimal verfehlt, Junge. Da vorne ist er. Oh! Schon ein bisschen lecker. Boah, alles explodiert da erstmal. Hier vorne ist einer. Gute Arbeit. Finde ich hier noch einen Gegner? Panzer! Fuck. Hier, nebenan ist gleich einer. Oh, danke. Oh, ich sehe gar nichts. Hä? Alles klar. Was hat er denn für eine Waffe? Oh, ich bin gleich Level 30. Und nur noch eine Stufe. Suchen nach Gegner? Ja, wo ist denn einer? Ah, dürft ihr euch zu bewegen? Junge, was explodiert denn hier alles? Dein Bein. Warte. Hä? Wieso sieht das bei mir immer so anders aus? Ich krieg einfach die Krise. Oh, ich kack so ab, Junge. Das ist so peinlich. So. Secure and Objective Charlie. Friendly remote turret deployed. Ich werde wahrscheinlich gleich weiterspielen, um Level 30 zu werden. Ich will ja diesen Skin hier haben. Nee. Wurde mit seiner High-End-Sniper vom Kran gesnipert. Echt. Ich freue mich so auf Warzone, wenn mich dann wieder irgendjemand von ganz oben sniped. Es wird so ekelhaft. Wir werden wahrscheinlich Warzone dann in den Streams spielen. Ich werde Advents-Streams machen, aber da rede ich erst am Dezember. Leider verloren. Aber ist auch echt ein Kackmodus, muss ich ehrlich sagen. So in diesem Zustand macht mir dieser Modus irgendwie keinen Spaß. Ich hoffe, der wird irgendwie noch gefixt, weil der hat mir in MW2 richtig viel Spaß gemacht. Naja, man kann halt nicht viel machen. Bin leider nur 29 geworden, also nur Level 29, nicht Level 30 noch. Oder? Nee. Guck, und da diesen Skin bekommt man dann. War noch ein bisschen. Gut, Leute, aber dann werde ich hier die letzte Folge von der Beta beenden auch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder oder bei der Vollversion. Haut rein. Stop.